Hey meine Schnuffels und herzlich willkommen wieder zurück zu Supraland. Ja, wir haben hier ein paar dämliche Schalter gefunden, mit denen wir eigentlich nichts anfangen können, damit wir in die blaue Stadt rein können. Denn uns wurde mitgeteilt, wir müssen jetzt auf einmal wieder ganz andere MacGuffins organisieren. Und ja, das kann problematisch werden. Ich wenigstens wüsste, dass ich mit dem gelben Zock hier anfangen soll. Nee. Ja, ja, ich weiß. Da geht's Richtung irgendetwas. Komm ich von da nach da, nach da? Ich glaube nicht. Müssen die das hier alles so kompliziert gestalten? Ist irgendwo ein Geheimgang oder so? Kann man sich nicht einfach in die blaue Stadt reinschleichen? Oh, dafür brauche ich also die Monde. Was macht das? Es leuchtet rot. Ja. Ja gut. Mhm. Interessant. Ja, wir brauchen die anderen MacGuffins. Uiuiuiui. So, irgendwo haben wir was übersehen. Brauchen wir vielleicht noch irgendwie eine andere Super-Duper-Fähigkeit? Gehen wir nochmal hier hoch. Und ziehen uns erstmal da drin um, da oben um. Ja, das hat es jetzt gebracht. HGW. So. Liegst du schon länger da? Die Haare von Ehrmann. Du hast die Haare des legendären Kämpfers Ehrmann geklaut, an den sauber geschnittenen Spitzen erkennst du, dass er gerade erst beim Friseur war und wohl auf dem Heimweg umgekommen sein muss. Sehr traurig, ohne Haare sieht er ziemlich doof aus. Heldensouvenirs werden in deinem Haus im Regal gelagert. He-Man, Ehrmann. Ach ja. Juhu. Au. Spinnst du? Na komm, die Münze hole ich mir nochmal. So viel Zeit muss sein. Liegt der Ehrmann schon länger da? Nee, also irgendwie muss ich das Teil da aktivieren. Moment, lass mich doch mal was ausprobieren. Weg damit. Nee, so nicht. Jetzt darf ich da wieder nochmal hoch. Juppheidi und Juppheida. Juppheidi und Tralala. Ist ja schön. Schön anstrengend. Oh wei, oh wei, oh wei. Ist das ätzend. Aber was tut man nicht, um ständig auf die Fresse zu fallen? Genau. Was tut man nicht dafür? Hopp. 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 So. Irgendwie da hochkommen. Wapp. Ich glaube nicht, aber... Mag ganz mal ausprobieren. Höchstwahrscheinlich bin ich hier komplett auf dem Holzweg, weil hier so viel Holz rumliegt. Und Treppen aus Holz. Wer macht denn sowas? Darüber komme ich schon mal nicht. Das ist schon mal klar. Wap. Nee, so weit kann ich ja auch nicht hüpfen. Ich glaube, ich muss weiterhin die Muscheln suchen. Ja komm, wir müssen zurück ins Land der Muscheln.
Hier vielleicht sonst noch was Interessantes in der Gegend? Ich glaube nicht. Haben wir hier vielleicht was übersehen? Hier gibt es auch so viele Checkpoints, die aktiviert werden können. Ich wette, durch die Rohre kann man auch durch. So wie durch die hier. Da oben ist ein Schlüssel. Moment. Da gucken wir mal kurz. Da eventuell irgendwie rankommen. Wäre ja gelacht, ne? Oh, wahrscheinlich bringt uns der Schlüssel gar nichts. Oh, langsam. Über die Spitzhacke darüber? Da komme ich auch nicht hoch. Nein. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Moment, das Teil kann hier runterklappen. Ich muss das hier entfernen. Weißt du, da hast du schon so eine fortschrittliche super-duper Laserkanone. Kannst nicht mal ein bisschen Holz pulverisieren. Schönen Dank auch. Und da oben kommt man auch hin. Da kann man sich auch irgendwas holen, aber ich weiß ja nicht, wie man da hinkommt. Guck mal, waren wir bei der Truhe da hinten schon? Ach ja, ich habe hier einen Checkpoint. Ich erinnere mich. Hoch auf den Checkpoint. Ja, nicht direkt A500 mal klicken. Dann kommt man da auch rüber. Oh, jetzt bin ich langsam zu schwitzen. In die Röhre kommt man auch nicht rein, nehme ich an. Aber an die Truhe kommen wir jetzt ran. 5 Gesundheit, aber ein Fass wäre mir doch lieber. Muss ich da noch weiter hoch? War mal da oben schon? Da hätten wir noch die Kiste mitgenommen, ne? Wenn wir hier schon gewesen wären. Ja, die Kiste haben wir geholt. Wie komme ich an die Kiste da oben ran? Von da drüben? Ist ein bisschen weit, ne? Irgendwas werden die sich schon dabei gedacht haben. Irgendwas. Bam, bam, bam. Ja, hier waren wir schon. Irgendwo haben wir was übersehen. Wie zum Beispiel diesen Schalter hier. Nö, der war vorher auch schon da. Guck mal. Nämlich so und so. So war das gedacht, nehme ich an. Wir haben es anders gelöst. Moment. War ich da drin schon? Ja, auch. Langsam wird das Spiel kompliziert. Zu kompliziert für mein altes Hirn. Au. Da habe ich mich ein bisschen angekokelt. Ich wollte mal wissen, was da passiert. Wie kommt man denn da ran?
Na, guck mal. Ja. So, was habe ich jetzt aktiviert? Hier drin waren wir schon, oder? Ja, genau. Denke ich. Jo. Jetzt muss ich nochmal alles ablaufen, alles backtracken, damit ich herausfinde, wo wir hin müssen. Ah. Na komm zu Papa. Komm zu Papa. Na komm runter. So, das nächste Upgrade. Wenigstens etwas in dieser Folge. Ich glaube, ohne die ganzen Upgrades kommen wir ja eh nicht weit. Ernsthaft, nur Gesundheit. Ist ja auch irgendwas, was man anschießen kann. Ach, hier drin waren wir ja schon. Das ist die Kanalisation. Kommt man hier wieder irgendwie raus? Ja. Wird da mal hier was übersehen? Die ganzen blauen Rohren. Vielleicht muss man da ja nochmal rein. Wer weiß das schon? Ich weiß es zumindest nicht. Wo ging es hier nochmal weiter? Ach, haben die es hier zugebaut, damit man hier nicht mehr weiterkommt? Das finde ich frech. Hätten die sich schenken können. Da hätten die gleich oben zumachen können. Wäre klüger gewesen. Dann wäre ich nicht dazu verleitet, hier nochmal runterzukommen. Na, guck mal. Gibt es eine Secret Area? Nö. Oha. Dann geht's halt hier weiter. Vater. Ja, ich weiß, ich muss mit ihm reden. Ich brauche da irgendwas von 80 Tück. Ist da was drin? Was ist denn da drin? Sag einfach. Oder ich muss die in der richtigen Reihenfolge drücken. Gell? Ja. Wenn ich da hochkletter? Auch nicht. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Was gibt's? Kannst du etwas finden, was hier reinpasst? Ach, du meinst diesen Kristall hier. Nö. 9. Nein. Siehst du? Nein. 9. Guck mal. Was hat es hier mit der Brühe auf sich? Moment, Moment, Moment. Guck mal. Jetzt haben wir einen weißen Cube. Aber was bringt uns das? Was bringt uns dieser Cube hier? Ich kann ihn ja eh nicht mit mir mitführen. Nein. Ja, 9. Du hast es erfasst. Darüber? Ah, Secret Area. Na, zumindest lohnt es sich hier nochmal nachzugucken. Wäre ja gelacht, ne? Wenn man hier nicht nachgucken könnte. Ja, hey, ich weiß, da fehlt was. Ich könnte mir die Hiemen-Frisur mal holen. Warum wandelt sich da das Fadenkreuz in den Mauszeiger um?
Ich glaube, der versucht es zu bewegen. Was hat es mit dem Teil hier auf sich? Das wird doch wohl auch irgendetwas für irgendetwas gut sein. Weiß nur nicht für was. Ist der größer geworden? Moment. Nee. Ich weiß, das haben wir schon. Wie komme ich an die Truhe hier ran? Komm, das Eisen könnte man doch auch ein bisschen aufschmelzen. Wo ist meine Hiemenfrisur? Ich will meine Hiemenfrisur. Hier. Die Haare von Ehrmann. Keiner macht mich mehr an. Gut, dass wir das auch mal ausprobiert haben. Deswegen kommt man da wieder raus. Ja, Vater? Was sagst denn du dazu? Auch nix, ne? Ich bin genauso sprachlos wie du. Das Schwert ist nicht schlecht, oder? Nö, das geht. Hab schon schlechtere gesehen. Die große Frage ist, was macht man denn damit? Irgendwo wurde was ausgelöst. Da reißt es mich ja erstmal direkt. Ja gut, die Münze bekommt man nicht mehr. Waren wir da oben schon? Weiß es ja nicht. Wieso kann man nicht notlanden? Die Frage ist, wie geht's hier weiter? Da brauche ich den blauen MacGuffin, schätze ich mal. Wobei, da geht's doch zum blauen. Ich werde mal ein bisschen nachdenken müssen, schätze ich mal, ne? So, du, dann red du mal nochmal mit mir. Hey! Wir können doch nicht rein, Schätzchen. Du musst erst die beiden MacGuffins vom blauen und lila MacGuffin, lila Kristall besorgen. Dann komm zu mir zurück. Da wärst du ja richtig aggressiv von. Ach so. Ah. Ja gut. Komm, lass nach. Dann muss ich die nochmal umschalten. Ah, geht doch. Ja, da schaust du nicht schlecht, ne? Mein MacGuffin regelt. Ohne Batterie. Die brauche ich da drüben. Hoppala. Hat der gerade hier meinen MacGuffin-Strahl gekontert? Au. Du spinnst. Ja. Batterie. Ach da. Na gut, machen wir dich erstmal platt. Uap. Dann legen wir die Batterie da ein. Was für eine schwere Geburt, ne? Da muss man erstmal überall drauf kommen.
komm mal. So. Ah. Au. Verstehe. Na gut, ich bin tot. Aber ich verstehe es jetzt wenigstens. Und dementsprechend würde ich sagen, meine Schnuffels, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüssili.